Und zugeschaltet ist nun Alexander Graf Lambsdorff, der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag. Graf Lambsdorff, guten Tag. Hallo, grüße Sie, Herr Heller. Wenn wir jetzt darauf schauen, es ist ja weder bestätigt noch dementiert, aber es scheint sich was zu tun, dass der Kanzler in die Ukraine nach Kiew reist. Ist das noch der richtige Moment oder muss er sich vorwerfen lassen, Olaf Scholz, dass es vielleicht doch zu spät ist? Es ist dann der richtige Moment, wenn der Besuch das erfüllt, was der Kanzler ja auch selber angekündigt hat, nämlich fährt dorthin, um konkrete Dinge zu besprechen. Das waren seine Worte. Und da sagen wir als FDP, das ist genau richtig, konkrete Dinge dort zu besprechen, konkrete Beiträge zu leisten zur Verteidigungsfähigkeit der Ukraine, konkrete Signale politischer Unterstützung zu senden. Das ist der richtige Zeitpunkt, zumal, und das ist mir wichtig, er ja nicht alleine fährt, sondern mit Präsident Macron und Premierminister Draghi. Das, Herr Hädler, sind die Chefs der drei größten Volkswirtschaften der Europäischen Union. Also das ist schon ein starkes Signal und der Zeitpunkt ist da nachrangig. Ein starkes Signal, aber Kanzler Scholz hat ja immer wieder gesagt, er fährt nicht nach Kiew, um irgendwelche Fotos machen zu lassen, sondern er will etwas mitbringen. Und wenn er jetzt mit Macron und Draghi dahin fährt, da ist doch die Erwartungshaltung groß, dass es nicht nur um Waffenlieferungen geht, sondern es muss ja auch ein politisches Signal sein. Und könnte das sein, dass die drei tatsächlich der Ukraine zusagen, ihr kriegt jetzt den EU-Beitrittsstatus? Naja, der Beitrittsstatus, so wie Sie das nennen, den gibt es in der Form nicht, sondern es gibt einen sogenannten potenziellen Kandidatenstatus. Ich weiß, dass das für die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt etwas sehr spitzfindig klingen mag, aber worum es hier geht, ist Folgendes. Österreich hat ein Veto eingelegt gegen den vollen Kandidatenstatus. Den kann es deswegen nicht geben. In der Europäischen Union gibt es in der Stufe davor den potenziellen Kandidatenstatus. Den hat die Ukraine bisher nicht. Das ist der nächste logische Schritt Richtung europäische Integration für Kiew, für Präsident Zelensky. Und meine Hoffnung wäre, dass es gelingt, den tatsächlich auch dann zu vereinbaren, sowohl in Kiew in den Gesprächen als auch dann in Brüssel mit der Europäischen Kommission und mit den anderen Mitgliedstaaten. Graf Lambsdorff, Sie sind ausgewiesener Außenpolitik-Experte und Außenpolitiker. Wie würden Sie das einordnen? Rheinmetall macht er jetzt zusätzlichen Druck auf den Kanzler und sagt, wir haben 6 Marderpanzer general überholt, die sind sofort lieferbereit. Also wird der Kanzler darauf eingehen? Bisher hat er sich ja immer dagegen gesperrt, dass dieser Kampfpanzer tatsächlich auch in das Kriegsgebiet geliefert wird. Naja, der Marder ist ein Schützenpanzer, das heißt, der dient dazu, Infanteristen im Kampf zu unterstützen, ist kein Kampfpanzer wie der Leopard. Und die FDP ist an der Stelle ja sehr klar. Wir wollen, dass die Bundesrepublik da, wo das möglich ist, der Ukraine dieses Gerät zur Verfügung stellt. Die Ukraine leidet zurzeit im Osten des Landes Gebietsverluste. Wir haben die Bilder ja Ihres Korrespondenten eben gerade gesehen. Und insofern wäre eine Verstärkung der ukrainischen Verteidigungsfähigkeit, und um nichts anderes geht es hier, ein richtiges Signal. Was der Kanzler genau mitbringen wird, wird er dann zu entscheiden haben. Aber ich würde mir wünschen, dass wir da in der Bundesregierung, in der Ampelkoalition, wo ja auch die Grünen das so sehen wie wir Liberale, einen Konsens bekommen, dass das die richtige Entscheidung wäre. Präsident Zelensky, der hat aber jetzt noch einmal Druck gemacht in seiner Videoansprache vergangene Nacht, dass man moderne Luftabwehrsysteme braucht. Also es war doch immer wieder die Rede davon, dass Deutschland die auch liefern wird, dass die Vereinigten Staaten auch mit dieser Systeme liefern werden. Warum kommt das offenbar nicht entsprechend an? Sonst würde Zelensky es ja nicht immer wieder betonen. Ja, also Herr Heller, da stellen Sie mir eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Das müssten Sie Präsident Zelensky fragen, denn es gibt eine Zusage aus Deutschland, über die wir sehr froh sind als FDP, dass die wirklich modernste Luftverteidigungsanlage, die es überhaupt weltweit gibt, die von einer deutschen Firma produziert wird, die heißt IRIS-T, dass genau diese Anlage geliefert werden wird, sobald sie lieferfähig ist. Also da sind wir mit den Ukrainern auf einem sehr guten Weg. Das Ganze läuft. Ist eine Frage jetzt von ja, Wochen, ein paar Monaten vielleicht, aber das wird auf jeden Fall kommen. Und dann wird es gelingen, beispielsweise Kiew, den gesamten Luftraum über Kiew, so zu schützen, dass es für russische Piloten hochriskant sein wird, dort Missionen zu fliegen. Und es wird für russische Marschflugkörper schwieriger, die Stadt zu erreichen. Das leistet dieses System. Und deswegen glaube ich, dass, was der Zelensky gesagt hat, richtig ist, aber von deutscher Seite, von Seiten der Bundesregierung, bereits mit einer positiven Antwort beschieden wurde.
Ja, man sieht, er versucht dann natürlich auch weiter Druck auf den Westen auszuüben in dieser Situation. Aber eine Folge des Krieges sind ja auch die weiterhin explodierenden Tankpreise. Jetzt gibt es diesen Tankrabatt und der kommt einfach nicht an bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an der Zapfsäule. Graf Lambsdorff, wie sehen Sie das? Also Ihr Parteichef Christian Lindner hat ja nun auch gesagt, wir müssen was dagegen tun. Aber da gibt es doch auch wieder politische Hürden, das schnell umzusetzen. Da gibt es zwei, drei Aspekte. Erstens, bei Super ist beispielsweise der Preis 20 Cent runter. Das ist jetzt nicht so schlecht. Trotzdem ärgere auch ich mich, dass die Mineralölkonzerne den Rabatt nicht in voller Höhe weitergeben. Das ist dann eine Aufgabe für den Wirtschaftsminister, hier einen Gipfel einzuberufen mit den deutschen Vertretern dieser international operierenden Mineralölkonzerne, um dafür zu sorgen, dass dieser Tankrabatt wirklich bei den Autofahrerinnen und Autofahrern ankommt. Denn zurzeit haben wir so einen Preisdruck aus ganz vielen verschiedenen Gründen, dass diese Entlastung einfach eine ist, die bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen muss. Ich finde es gut, dass Robert Habeck eine Verschärfung des Kartellrechts angekündigt hat. Da, Herr Hädler, haben Sie allerdings recht, die wird nicht sofort wirken. Was jetzt sofort wirken würde, wäre ein Gipfel im Wirtschaftsministerium mit dem Minister und den Chefs der Ölkonzerne. Alexander Graf Lambsdorff, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Danke Ihnen.